Bitte einsteigen, die Fahrt beginnt, es sind noch Sitzplätze frei. Ja, das ist ja leider keine Achterbahn, so sehr ich es mir auch wünschen würde. Aber unser Tech-Check, der dreht sich heute rund um das Thema. Und wir wollen von euch wissen, was für Kräfte wirken bei so einer Achterbahn und warum fällt man beim Looping nicht runter. Wir haben nachgefragt. Jetzt gib mal Gas hier. Mann, ist das eine lahme Nummer. TV zu Gast im Freihof-Gymnasium Göppingen. Was wissen die Schüler zum Thema Achterbahn? Bei der Achterbahn treten zum Beispiel in der Kurve die G-Kräfte auf. Bewegungsenergie, Bremsenergie. Beschleunigungskraft und Bewegungskraft. Also ich glaube, das ist wie wenn man so einen Eimer da schwingt so mit Wasser, dann geht das Wasser ja auch nicht raus. Da gibt es dann wieder die kinetische Energie, wenn man nach vorne geht und natürlich auch nach außen. Und ich glaube, die Kraft heißt Fliehkraft. Bei der Achterbahn, da ist es die Fliehkraft und die Schwerkraft. Das ist Fliehkraft, das ist aber nur eine Scheinkraft eigentlich. Das ist der Gegenteil, ist die Zentripetalkraft. Ja, das hat auch was mit der Fliehkraft zu tun, warum man in einem Looping nicht runterfällt. Es ist nicht so, dass man dann so beim Looping so nach außen geschleudert wird. Zentripetalkraft, also nach außen gezogen. Ja, weil man durch die Rotationskraft, glaube ich, heißt es. Man ja nach außen gedrückt wird und somit in die Bahn rein. Ja, also die Erdanziehungskraft, die zieht einen ja eigentlich immer nach unten, aber... Wenn man eben praktisch kopfüber liegt und trotzdem noch nach außen, also nach oben gedrückt wird, und dann kann man nicht runterfliegen. Man kann irgendwann rausfallen, wenn die Bahn zu langsam fährt. Also in der Achterbahn im Looping gibt es auch noch die Zentrifugalkräfte. Die drücken quasi die Achterbahn gegen den Looping, damit die nicht abstürzt. Aber es gibt auch noch Sicherungsmaßnahmen so unter der Schiene, damit die nicht abstürzt. Ja, liebe TechTV-Fans, ich stehe hier wieder im großen Hörsaal Experimentalphysik. Ich bin Professor Denninger und ich halte hier manchmal die großen Vorlesungen für die Anfänger in Physik. Und schon in der Anfängervorlesung auch für Ingenieure beschäftigen wir uns mit dem Thema der heutigen Sendung, nämlich der Bewegung in einer Achterbahn. Das ist ein typisches Beispiel für Einführung in die Mechanik und wir wollen uns heute mit den Kräften, die in einer Achterbahn herrschen, beschäftigen und dann noch erklären, wie es in einem Looping ausschaut. Welche Kräfte wirken denn jetzt in Achterbahnen? Eigentlich nur zwei ganz fundamentale Kräfte. Die eine Kraft ist die Schwerkraft, die Gravitationskraft, wie wir sie nennen, und die zieht alle Gegenstände mit einer gleichförmigen Beschleunigung Richtung Erdmittelpunkt. Warum fallen wir denn dann nicht einfach durch den Boden dorthin? Weil es eine zweite Kraft gibt, nämlich die elektromagnetische Kraft, die alles zusammenhält, was aus Materie ist. Den Boden, Metalle, unseren Körper. Und diese Kraft sorgt dafür, dass wir fest auf dem Boden stehen. Die spüren wir in unseren Beinen. Die würden wir spüren, wenn wir dort sitzen. Und diese Kräfte werden jetzt in einer Achterbahn geschickt ausgenutzt durch die Schienenführung, zum Beispiel indem man Kurven fährt und dadurch die Fliehkraft nach außen spürt, die sehr viel stärker sein kann als die Erdanziehungskraft. Es gibt auch ein Looping, das ist im Wesentlichen ein senkrecht stehender Schienenkreis. Dort wirken die Kräfte nach außen und das erkläre ich euch jetzt. Ein Looping in einer Achterbahn ist im Wesentlichen ein senkrecht stehender Schienenkreis, der dazu dient, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes überschlägt. Ein Looping wird mit einer relativ hohen Geschwindigkeit durchfahren, damit man an der höchsten Stelle nicht einfach herunterfällt. Man fährt mit hoher Geschwindigkeit in diesen Kreis herein, verliert an Geschwindigkeit, ist oben am langsamsten, wird wieder beschleunigt und fährt heraus. Wie schnell muss man an der höchsten Stelle des Loopings sein? Das ist relativ einfach. Die Fliehkraft ist das Geschwindigkeitsquadrat dividiert durch den Radius des Kreises. Ich habe ganz einfache Zahlen genommen mit 10 Meter Kreisradius und einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde erhält man gerade eine Beschleunigung, die der Erdbeschleunigung entspricht. Und man muss also mit etwa 36 Stundenkilometern hier oben noch fahren, damit man nicht herunterfällt. In einem Kreis,
tritt dann unten eine sehr hohe Beschleunigung auf, die bis zu 6-fache Erdbeschleunigung betragen kann für dieses Beispiel. Das ist zu viel, sodass man solche einfachen Kreise heutzutage nicht mehr als Loopings verwendet. Man verwendet Gebilde, die oben wesentlich stärker gekrümmt sind als unten. Achtet bei eurer nächsten Achterbahnfahrt einmal auf die genaue Form dieser Loopings. Und jetzt wollen wir das noch in einem Experiment zeigen. Dies ist ein Modell einer Achterbahn mit einer Steilstrecke nach dem Lifthügel. Die Steilstrecke dient dazu, genügend Geschwindigkeit zu bekommen. Und wenn jetzt die Wägelchen genügend Geschwindigkeit haben, können sie den Looping durchfahren. Wir zeigen das jetzt einmal. Wenn allerdings die Wagen nicht genügend Geschwindigkeit haben, also wir zu tief hier anfangen, dann wird Folgendes passieren. Man fällt aus dem Looping heraus und dies sollte in einer richtigen Achterbahn niemals passieren. Und hier ist ein weiteres Demonstrationsexperiment. Wenn ich die Kugel ganz schnell im Kreis herum bewege, wird sie nach außen gedrückt und nach einer Weile wird sie durch Reibung langsamer und fällt dann irgendwann herunter. Und das sieht so aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren kleinen Demonstrationsexperimenten. Bis zum nächsten Mal.